Deutschland, live und direkt, alles drin, alles da, was hält sich heute versteckt. Schichten das Leben, gleich vor deiner Haustür, das Leben, die draußen aufstehen und raus hier. Ja, und da vorne ist deine Bühne, sag ich mal. So dick waren die Zwiebeln. Wo der Jan jetzt gleich das Lied Süßer die Glocken, nie klingen, singen wird. Soll ich das mal singen, da? Du kannst das gerne da singen. Mal, komm. Süßer die Glocken, nie klingen, als zu der Weihnachtszeit. Ist, als ob Engelein singen von Friede und Freude. Dann guck mal. Hallo, Knut, der kleine Eisbär. Kann ich ihn mal hochheben? Knut, komm mal fein. Der kleine Eisbär Knut, la 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 la, der kleine Eisbär Knut. In Berlin, der Knut ist schon groß geworden, aber er ist noch ganz klein. Ja, wo ist runter, ne? Geht so runter. So. Pokémon. Ach, das Christkind ist das. Mit der muss ich mal hier. Komm, lauf vorbei. Ist das berühmte Christkind? Jetzt müssen wir ein bisschen dran, ja? Excuse me. Dann komm mal bitte von hier. Komm mal da rum. Ja? Du musst pushen jetzt. Du musst hier parallel zu mir auch mal rumfahren. Du musst hier rechts rum, sorry. Ich kann nicht rechts rum. Komm hier rechts rum. Hier musst du dich ein bisschen durchstehen. Ja, es geht. Uns wäre lieber 16 Uhr. Hallo, können wir ein Bild zusammen machen? Ja, auch an der Frauenwelt. Die Sendung Buschka direkt Deutschland. Sind Sie das Original Christkind? In der Nähe, wo das Auto. Können wir zusammen ein Bild machen, wo Sie sagen Buschka entdeckt Deutschland? Das wäre toll. Ja. Ja, ich mache das für eine Sendung. Gib mir mal einen Zettel. Ein VW-Bus. Wie ist das denn? Das Original Christkind ist das. Okay, 16 Uhr. Ja, ja, entweder oder. Ich muss kurz warten, weil ich kann das machen wegen Werbung mäßig. Okay, ich muss aufhören, ich muss weitergehen. Tschüss. Genau, das werden wir auch mitgedreht. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Jörg Buschka von Buschka entdeckt Deutschland. Jetzt werden wir hier von den Kollegen auch noch mitgedreht. Ich entdecke deutsche Städte, die Lebenswirklichkeiten der Menschen. Und es ist auch manchmal ein Städteporträt. Jetzt ist natürlich das Original Christkind. Ich war nur mit ihr, dass sie mal mit mir so ein Bildchen macht. Das war schön. Wir können aber jetzt nur, Sie können eventuell mit aufs Karussell gehen. Wir können keine extra Termine jetzt machen. Also nur jetzt gerade hier, dass ihr einmal ganz kurz mit mir in die Kamera schaut, das war's schon. Das ist jetzt hier gerade. Kein Interview. Okay. Ja? Ja.
Ja. Können wir einmal zusammen sagen, Buschka entdeckt Deutschland? Ja. Darf ich mal so einmal? Herzlich. Das Original-Christkind für Sie. Buschka entdeckt Deutschland. Dankeschön. Wie heißen Sie denn, liebes Christkind? Christkind. Das darf man nicht verraten, ne? Das kommt nämlich aus dem Himmel direkt. Ja, genau. Also frohe Weihnachten, liebes Christkind. Christkind auch. Gut? Super. Guck mal, die Arosida. Oh, das hört er nicht gerne. So, futtern. Guck mal bitte dort, was geht. Da ist doch was. Da ist noch Landschaft. Da ist innerstädtische Landschaft. Oh, da haben die da so ein fieses Geländer hingebaut. Guck mal. Das ist, oder? Oh, oh nein. Warum ist da so ein Geländer hingebaut? Mensch. Dies hier ist so schön rechts und links einfach dieses Geländer da so hingebaut. Mann, oh Mann, oh Mann. Kinder, das muss doch nicht sein. Kleine Möwe aus Nürnberg, zeigt mir, wo es Würstchen gibt. Ton haben wir jetzt auch, ne? Ich hoffe. Nürnberg. Mhm. Ich sag das falsch, Nürnberg. Das sind jetzt also diese zwei Würstchen, das ist aber auch noch original. Hat sie eben gesagt. Die Dame. Was für die Kinder? So, jetzt sind wir mit der Buslinie 36 gefahren. Das hätten wir jetzt an dem Tag nicht hingekriegt. Wenn man in Nürnberg ist, muss man sich, wie gesagt, dieses Dokumentationszentrum am ehemaligen Reichsparteitagsgelände anschauen. Thank you.
Also die Architektur ist schon so, dass man sich als Mensch ganz klein vorkommt. Und das also auf jeden Fall, wenn dann da irgendwie jemand was sagt, dass dann dermaßen enervierend wirkt, dass man sich das wohl gerne gefallen lässt. Egal, was da jemand sagt. Könnte also jemand sagen, Mindestlöhne machen die Wirtschaft kaputt zum Beispiel. Das würde man glauben. So, ja, meinst du, dass hier das DTM fahren? Nee. Straße. Wenn der Hitler da in seinem Zimmer gesessen hat und furzt, fühlt er sich ja quasi von sich selber bedroht, weil es überall so zurückhallt. Der weiß nicht, war ich das jetzt selber oder eine ganze Armee. Was ist das denn hier? Der Platz hier. Ja. Also der ist nicht mehr aus der Nazi-Zeit. Und was ist hier? Das ist aus der Nazi-Zeit, aber da sind Parzellen, das sind einzelne Parzellen, wo es jetzt zum Beispiel ein Symphonieorchester drin ist und dergleichen. Das ist nachträglich, dieser Platz? Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass der Platz nicht dazugehört. Hier hat Hitler mit seinem Auto geparkt. Der hat schon auch so ein großes Auto gehabt. Ne? Das gibt es ja heute auch, diese riesigen Dinger, die wahnsinnig viel Sprit fressen. Es war dem auch scheißegal. Dann hat er immer hier geparkt, ist dann da hochgegangen. Ich glaube nämlich, dass das da vorne Örtchen war, wo auch Linie Riefenstahl an den Fahnen, da waren diese riesigen Hakenkreuz fahren und da wurden dann die Kameradinger hochgezogen, die dann auch die Bilder gemacht haben. Wie die drei Schnuppes dann da hermarschiert sind und den Kranz niedergelegt haben. Ich weiß aber nicht, ob das da war. Das weiß ich nicht genau. Absurd, da ist so eine Tür. Kanuverein Nürnberg e.V. Wo die da ihre Rede gehalten haben, diese Podest. Steintribüne. Wo die drei fahren sollen? Darum oder darum? Was ist das jetzt für ein Gebäude hier? Das war aber früher schon, das ist so ein altes Nazi-Gebäude. Das ist ein Kolosseum, ja. Kolosseum? Da vorne steht ja so eine Tafel dran, wo alles draufsteht, ne? Okay, also. Und da ist ja das Doku-Zentrum jetzt drin. Ja. Und der Serenadenhof. Nur die Reden, die hat da vorne eine Standtribüne gehalten. Mhm. Das ist auf der anderen Seite vom See. Ist es weit zu laufen? Ja, laufen. Das
Wie weit denn so? 20 Minuten. Echt? Schön gemütlich. Was muss man denn man hier drüber? Kann ja hier, ja, oder quer durch. Das ist der Dutzendteich. Im Sommer gefüllt. Ah, okay. Also das war, ich dachte jetzt gerade, da ist die, man kann hier einfach drüber. Und wie weit muss, das ist da bei, vor dem Stadion noch? Hm. Das ist mehr auf der Höhe. Okay. Da ist das Stadion, ja genau. Wenn Sie sagen 20 Minuten, dann müssen wir jetzt noch. Also es ist, ja, hier quer drüber geht's natürlich. Das müssen wir. Ja, Dankeschön, schöne Weihnachten. Ja, gut, ciao. Ciao. Vorsicht. Vorsicht, lieber Jan. Oh. Scheiße, ne? Scheiße zu laufen, Baby. Hoho. Das ist im Sommer ein See, oder was? Ja. Okay. Hier ist alles Wasser, hast du vergessen. Ich stelle mir gerade vor, so Hitler, also kurz vor seiner Rede, ist da, hat da mit dem Auto geparkt und sagt, Scheiße, ich komme hier rüber. Das ist das näher hier rüber, als Saarraum, schau mal. Also wir müssen dann ja ganz da lang. Ja. Wir müssen ganz da hinten rum, hier. Okay. Und dann müssen, und hier, vielleicht kommen wir da noch drüber, aber guck mal, was ist denn, ist das nicht zu hier? Das geht ein. Das geht nicht. Scheiße. Nein, das geht nicht. Brechen wir ein. Nee, das machen wir nicht. Lieber Zuschauer, das mache ich für euch. Aber das wäre doof, wenn wir dann in der Dunkelheit da das nicht sehen können. Scheiße. Lass uns doch mal hier rumlaufen, so quer. Hä? Wir müssen doch eh nach da. Lass uns doch so möglichst nah am Wasser laufen. Ja. Gibt vielleicht auch noch einen Weg rüber. Okay, lass uns das nicht machen. Wir rennen für den Zuschauer nicht zu warm. Oder wir springen drüber hier, guck mal. Genau. Ich schmeiß dir dann die Kamera rüber. Jan, man muss da vorne nochmal drüber springen. Wir haben nämlich jemanden gefunden, der uns bereitwillig dahin fährt. Es geht jetzt um die letzten Meter. Aber man kann über diesen See nicht drüber latschen, das geht nicht. Hier diese DTM-Strecke, oder? Ja. Das ist die DTM-Strecke. Steintribüne. Sagen wir den Mario mal wissen, Jan? Was kann man machen? Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Wiesbaden. Heute sind wir in Nürnberg unterwegs, um zu gucken, was hier los ist. Wie hier das Leben ist. Oh, ich muss das holen. Ah, da ist das Stadion und gleich ist da die Tribüne. Kommt man da hin? Das lassen die anderen nicht hin. Zuschauer, es wird spannend. Es wird spannend, meine Damen und Herren. Wo genau wollt ihr denn? Zu dieser Haupttribüne. Guck mal, zeig mal bitte hier. Das ist hier. Yeah.
nicht, das gibt's doch nicht. Ach du Scheiße, da hat das Arschloch gepredigt. Mann, oh Mann, oh Mann. So. Lauf uns ein. Tschüss. Ciao. Ach du Scheiße. Wie hat das Arschloch erzählt? Also, ich rekapituliere nochmal. Die SA hat so ein bisschen so ein Eigenleben geführt. Und Herr Hitler hat das nicht so ganz gepasst. Und das schien alles so fast auseinanderzubrechen. Und dann hat er hier, erstmal hat dieser SA-Mann die ganze Zeit so klein bei und so nochmal bekräftigt, wie gesagt, so geschrien die ganze Zeit, was das ja alles so sensationell ist, was der Führer sagt. Und dann hat Herr Hitler, ist ihm dann quasi positiv in den Rücken gefallen und hat gesagt, ja, die SA, wer behauptet, dass da irgendwie, dass wir da Probleme haben untereinander, das ist Quatsch, ich räume das jetzt hier aus. Die SA und ich, das ist alles ein Ding. Und so wurden die wieder schön alle auf Linie gebracht. Dann hat er sie zusammen gehabt. Und das hat er einfach mal hier erzählt. Hier wurden diese ganzen Reden gehalten. Warte mal. Das ist schon gruselig, oder? Schon. Man denkt erst immer nur so, ich meine, man kennt das so alles von der Geschichte, und dann, aber dann steht hier so ein Klotz und der steht halt einfach da. Das heißt, das hat irgendwie, das hat original hier stattgefunden. Das ist irgendwie aufgefallen. Es wird einfach mal echt zelebriert, sowas. Vorne bis hinten durchgezogen. Gerade nicht aufgepasst, zack, komplett. Ich errichte Germania, ich errichte ein Stadion mit 400.000 Zuschauern, ich brauche Lebensraum im Osten. Einfach mal, und alle sagen so, ja. Und das war im Prinzip ein einfacher Mechanismus. Der hat einfach nur die Leute gegeneinander ausgespielt. Ein uraltes Ding und alle wollten geil nah an ihrem tollen Führer dran sein. Und somit hat er schön für sich eingenommen. Oh, warte mal, Vorsicht. Ja, und das ist gefährlich hier. Ja, genau, der ist hier hoch. Der ist hier. Der Hitler ist ja hier nie hochgegangen, sondern er ist natürlich Backstage, ist klar. Backstage. Ich werde gleich eine politische Rede halten, die das Ganze nochmal so ein bisschen verdeutlichen. Wie das damals wohl war. Es ist einfach Massenprozedur. Guck mal. Da ist ein Seelot. Ja, es ist im Pergamon-Altar. Pergamon. Es ist im Pergamon-Altar. Ah ja, hast du das drauf? Kann man das nämlich mal. Das war der Dutzendteich.
Also stellen wir uns das vor, eine ganze Hütte war voller SS und SA so ein bisschen, ne, wie gesagt, klein beigegeben. Hitler sagt, ihr seid auf jeden Fall voll mit im Club. In Klammern, denn ich brauche euch ja, um mein ganzes Zinnober hier zu veranstalten. So. Das ist hier. Hier ist das. So, hier kam. Hier kam das Arschloch raus und überlegte sich nochmal, was bringe ich Eva eigentlich mit aus Nürnberg? Elisenlebkuchen oder diese Bratwürste? Ach scheiße, die werden ja kalt. Das ist der Obersalzberg. Solche Gedanken waren das. Die Rede hatte er im Kopf gehabt. Und jetzt möchte ich gerne hier eine politische Rede halten. Ich bin auf der Suche nach einer Welt aus Schokolade. Ich bin auf der Suche nach einer Welt aus Schokolade. Denn Schokolade macht mich richtig glücklich im Gehirn. Schokolade macht mich richtig glücklich im Gehirn. La 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 la, leckere Schokolade. La 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 la, Schokolade macht mich glücklich. La 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 la, leckere Schokolade. Das Licht ist jetzt gleich weg. Das Licht ist gleich weg. Das ist der Eingang. Das ist der Eingang. Das ist doch schon wie ein Film, oder? Das ist absurd. Total. Das ist für Orte völlig absurd. Völlig absurd. Ich meine, was hat denn Eva Braun eigentlich gedacht, wenn der dann abends zu ihr ins Bett gestiegen ist? Er hat gesagt, Schatz, mach mal das Licht aus. Dann hat die das sich doch gar nicht verinnerlicht, was nachdem Heini für Bauten in dem Land hochgezogen wurden, oder? Weiß man doch gar nicht. Also. Sag's doch mal. Nee. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ach, ist gut. Die hat doch nicht gesagt, oh mein Führer. Hab ich dir was von der Decke weggenommen? Sondern er hat gesagt, Adolf ist okay, ich geh jetzt schon. Schatz. Adolf Schatz. Wie hat die den genannt? Original noch hier. Metall. Da haben die so eine Fackel angezündet wohl, scheinbar. Ne, hier für so einen kleinen Mann. Ich würde sagen, damit er sich den Kopf nicht stößt, haben sie so ein bisschen Platz oben gelassen, ne? Es ist schlau. Es kann ja mal sein, dass der einen Kumpel trifft, irgendwie. Da in Norwegen oder so, wo die Leute ein bisschen höher sind und sagt, I want to show you my größenwahnsinnige Nazi-Architektur, come with me. Und dann hat er hier einfach noch Headroom, wie der Künstler sagen will. Und diese Türen, schauen Sie mal, ist Metall. Ja, das ist aber noch original, ne? Das kann ich nicht beurteilen. Ist das original? Ja, ich habe jetzt von diesem ganzen Zeug auch mal Schnauze voll. Aus der neuen Reihe Witze über den Nationalsozialismus von Jan Vogel. Was gab es damals in der NS-Zeit?
Da gab es keinen Marzipan, sondern nur noch Nazipan. Ich hab mir eben den Arsch abgelacht, war lustig. Mal kurz. Jetzt so ein bisschen so eine Stille hier eingezogen. Du sagst, der Moment ist vorbei, ne? Ja, es ist halt nur spontan. Zuschauer findet es vielleicht trotzdem lustig. Das vielleicht. Muss man nutzen. Jedes Lächeln des Zuschauers ist ein Gold-Silberstreif am Horizont des Erfolges. Danach müssen wir greifen. Ja? Titten, Möpse, Gewalt, Trinkjoghurt. Was wollen Sie sehen? Wir bringen Ihnen alles. Möpse, Gewalt haben wir heute nicht. Wir haben keinen Sex in der Sendung. Haben wir heute. Das ist mehr Sex als heute. Uns gibt es hier nicht, ne? Nein. Komm, hier machen wir mal ein Stück. Ich möchte mich jetzt wieder der Faszination Alltag widmen. Denn nicht nur das Böse ist faszinierend, sondern auch Liebe und Zärtlichkeit unter den Menschen. Und sehen Sie, wenn wir uns alle nur ein kleines bisschen Zeit füreinander nehmen würden, am Tag vielleicht eine Minute stehen bleiben, uns umdrehen und gucken, habe ich jetzt das Richtige getan, dann wäre die Welt ein besserer Ort.